Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben hier die Folgtkreide und gehen jetzt in die Fallen Rockhöhle. Wo ich mal. Hallo? Hoffe. Ich kann also endlich all die verbotenen Plätze erforschen, ohne dass die anderen Späher mich sofort anschreien? Ich kann es kaum erwarten. Das ist absolut korrekt. Wow. Was ist denn hier, dass dort so viele Fallen verbaut sind? Uiuiuiui. Wie der Schatten eines Geistes. Oha. Okay, ich dachte, ich kann da was aufsammeln. Was? Höhlpilz. Schön. Schön. Sehr praktisch. Sind ja bald voll ausgerüstet. Ist das ja auch sauberes Wasser? Sauberes Wasser. Okay, hier ist das Ende des Einhöhlenteils, aber da hinten haben wir ja noch anderes gesehen. Höhlenpilz ist so, Right away light. Schöne ist, irgendwie habe ich das Gefühl, verursachen das Ding keinen Schaden. Nachladebank, Werkbank. Aha. Interessant. Ein Terminal. Ja, 2077, 28. Oktober. 5 Tage zu Fuß unterwegs, kann auch immer nicht schlafen. Draußen sieht es aus, als sei nichts geschehen. Der Himmel sieht irgendwie falsch aus, das ist alles. Zurück zum ungeschützten Truck der Nationalgarde bei Torcoil. Vielleicht, wenn die Blasen verheilt sind. Sieht aus, als habe das USGS-Team irgendwas in der Höhle gesucht. Sind abgehauen, als die Bomben fielen. Haben ihre Ausrüstung zurückgelassen. Dachten vermutlich selten auf Familien, zu denen sie zurückkehren könnten. 29. Oktober. Tja, ich habe das sicher schon 1000 Mal von mir her hingesagt, während ich hier herumwandere. Während ich es so niederschreibe, ist es vielleicht eher so, als würdest du es hören. Du hattest recht. Ich war deutlich von Spanish Fork unterwegs, habe die 77 entlang Purvo Bay genommen, um nicht durch die Stadt zu müssen. Wäre in einer Stunde daheim gewesen, Motor ging aus, mein Truck hielt einfach an. Dasselbe bei einem Kreislauf auf der anderen Straßenspur. Ich wusste es sofort. Erste Bombe schlug nach weniger als einer Minute in Salt Lake City ein. Sah nach Süden, zum Glück. Der Blitz hinter mir war so hell, es brannte, als brennte die ganze Welt. Die zwei Alten in Chrysler schrien. Sie könnten nichts mehr sehen. Habt ihr nicht beim Sterben zugesehen? Schau. Hat mein Augenlicht gerettet. Hab 12 weitere Blitze in den folgenden 7 Minuten gezählt. Jedes Mal bebte der Boden, 18 Sekunden danach. Nach einer halben Stunde ohne weitere Bomben habe ich hingesehen. Ein Feuerball, wo du und Alex starben. Machte mir nichts vor, wusste nicht, was ich tun soll. Hab meine Tasche und mein Gewehr genommen, hab mich um das alte Pärchen gekümmert und ihnen geholfen, sich beim Auto hinzusetzen und sich gegenseitig zu trösten. Sagte ihnen, ich würde Hilfe holen und dass alles gut werden würde. Eine Kugel durch beide Köpfe, sofort tot. 5 Tage Fußmarsch zurück nach Zion. Du hast es mir gesagt. Hör auf, in die Wildnis zu flüchten. Ein Mann sollte bei seiner Familie sein. Du hattest recht. Du hattest recht. Du hattest recht. Du hattest recht. War nicht da, um dich und meinen Jungen in den Arm zu halten. Seid ohne mich gestorben. Werde euch nie wieder berühren. Sollte mich selbst erschießen. Hab's verdient. Ich kann es nicht. Bald vielleicht. 31. Oktober. Draußen fällt schwarzer Regen. Der Geigerzähler spielt verrückt. Sollte mich davon umbringen lassen. Sammle aber trotzdem Wasser hinten in der Höhle. 2. November. Klingt, als sei draußen alles tot. Kann aber nicht nachsehen. Geigerzähler schlägt voll aus, sobald ich mich auf 4-5 Meter in den Höhleneingang nähere. Einfache Rechnung. Entweder lässt die Strahlung nach, bevor mir das Wasser ausgeht, oder ich werde diese Höhle nie verlassen. 2078. 1. Januar. Frohes neues Jahr. 2 Monate in der Höhle. Draußen noch immer tödlich. Ich kapier's nicht. In der Armee hieß es, das Fallout sei nach 2-4 Wochen vorbei. Wasservorrat für weniger als einen Monat. Hab mit dem Hemd Kondenswasser von den Höhlenwänden gesammelt und in Flaschen gefüllt. Tausche Kalorien gegen H2O.
Was? Lebensmittel vor Ort? Okay. Danke, USGS. Wenn die geringste Chance bestünde, euch wiederzusehen, würde ich rausrennen. 10. Januar. Klanger Sturm draußen. 2 Tage lang. Strahlung um 500 gesunken. Was ist passiert? 15. Januar. Hab raus gesehen. Schnee. Leuchtet grün. 28. Januar. Strahlung niedrig genug. Könnte es riskieren, kurz rauszugehen. Wichtiger noch, Wasser in der Höhle jetzt trinkbar. Wenn mit Wettchemikalien versetzt. 30. Januar. Draußen lebt gar nichts. Ja, das war nach dem... Krieg natürlich, dass alles tot war. So. Eine Gattatura-Wurzel. Aber ich frage mich gerade, wo dieser Typ dann ist. Der müsste ja dann... Energiezellen? Ein Gefügigkeitsregulator. Aha. Kaliber 20, Kaliber 20. Fühlt sich gut an, richtige Speerarbeit zu leisten. Und nicht nur der Kraft, beide zu folgen. Ja. Oh ne, die Kernspaltungsbatterien brauche ich nicht. Ich habe doch jetzt irgendwie ganz viele Waffen oder so, ne? Habe ich nicht. Hab ich nicht. Wieso habe ich sowas dabei? Sowas brauche ich nicht. So. Ja, hier ist sonst nichts, außer halt viele Sachen, die ich aufsammeln konnte. Aber es sind schöne Geschichten immer wieder, die man in diesen Höhlen erfährt, finde ich. Darum gehe ich auch immer gerne in diese Höhlen rein. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hätte es auch nicht anders gemacht als er. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Was kriegt man denn dann? Sie haben die Falle entschärft. Habe ich gerade Verschärft gesagt? Kaliber 20 Patronen. Ah. Ich glaube da hinten... Ich glaube, sie sind freundlich. Ich steck mal die Waffe die weg. Sind da. Joshua ist gleich dort vorn, in der Engelshöhle. Hallo? Uka Uka. Ja! Ja, Ata. Alles klar. Alles klar. Geht. Was ist das? Stehen? Ich glaube nicht. Naja, gehen wir erstmal in die Engelshöhle. Hoi, Ausländer Soku Joshua Graham. Ob ich Joshua suche? Ja, das tue ich. Kannst du mir sagen, wo er ist? Du kennen unsere Sprache. Kluger Ausländer. Joshua auf hohem Platz in Höhle. Du zeigen Respekt, Fremdling. Joshua größter Krieger. Du zeigen ihm keinen Respekt. Er dir zeigen Donner und Feuer. Danke, ich werde mich gut benehmen. Du Weise für Ausländer. Ja. Oh, Müllpilz. Ja, ich denke, das ist einfach am Ende hier in dieser Höhle. Feuer. Alter, da wurde jemand begraben. Ich will das nicht weiter sehen. Wir hätten Ihnen beim ersten Besuch in Zion einen besseren Empfang bereiten sollen. Aber wie ich gehört habe, sind uns die Weißbeine zuvorgekommen. Weißbeine scheinen heutzutage unsere einzigen Besucher zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus der Mojave kommt, um uns zu finden. Und sie sind sogar ein Kurier. Nicht der, den ich erwartet habe. Aber der wäre wohl auch nicht mit einer Karawane gekommen. Ich weiß nicht, ob sie den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe nahestanden, aber sie haben meine Anteilnahme.
Ich bete für die Sicherheit aller guten Menschen, die nach Zion kommen, sogar Ungläubige. Aber wir können Gott nicht die ganze Arbeit zulassen. Woher wissen Sie so darüber, was mit mir passiert ist? Die Wüstenpferde sind fähige Späher. Nichts kommt nach Zion oder verlässt Zion, ohne dass ich davon höre. Ich bin mit Happy Trails hierher gekommen, um mit den Neukanaitern Kontakt aufzunehmen. Happy Trails. Ich erinnere mich. Sie waren gute Freunde. Ich habe schlechte Neuigkeiten für Ihren Arbeitgeber. Neukanaan wurde zerstört und die Einwohner vertrieben. Nur wegen den Weißbeinen und Caesar. Die Weißbeine möchten der Legion beitreten. Caesars Initiationsritus ist die Zerstörung der Neukanaaniter. Wahrscheinlich wegen mir. Die gute Nachricht ist, dass wir ihnen helfen können, den Rückweg zu finden. Daniel, einer der Neukanaaniter, hat Karten der Gegend gezeichnet. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ihnen nicht sofort helfen können. Dafür ist gerade einfach zu viel los. Ich werde nicht gehen, ohne meine Hilfe angeboten zu haben. Was kann ich tun? Für uns sind Sie ein guter Nachbar. Wir haben alle unsere dunklen Zeiten. In diesen Zeiten können wir uns Gott zuwenden, aber auch Freunde sind gut. Daniel und ich brauchen Vorkriegswerkzeuge, um jenseits von Zion navigieren zu können. Bei einer Evakuierung sind diese Instrumente lebenswichtig. Normalerweise würden wir von Wüstenpferden oder von dem Tränenvolk danach suchen lassen. Aber viele Vorkriegsgebäude im Tal sind tabu. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Volk Greide kann Ihnen helfen, sich im Tal zurechtzufinden. Er ist unerfahren, kennt aber unsere Sprache gut genug, um die Warnungen vor Vorkriegsgebäuden zu ignorieren. Mhm. Beim Angel, kann ich nicht bitte weiter noch mit Joshua Graham reden? Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Was sagten Sie über einen Kurier? Wen haben Sie erwartet? Caesar würde das nie offen zugeben, aber er weiß, dass ich lebe. Ich habe so einige seiner Frumentarii und Killer getötet, die nach mir gesucht haben. Angeblich reist einer als Kurier durch die Mojave. Die meisten Agenten sind im RNK-Territorium gestorben, aber vielleicht hat dieser überlebt. Caesar ist tot. Ich habe selbst dafür gesorgt. Ich dachte, das sollten Sie wissen. Ich muss zugeben, dass es schwer zu glauben ist. Nach all dem, was er mir angetan hat, um mich zu finden und zu töten, musste er zuerst gehen. Für die Mojave ist das zweifellos gut. Ich kann nur hoffen, dass Arizona und die Stämme nicht leiden, wenn die Legion um sie herum zerfällt. Das werden sie nicht. Ich werde dafür sorgen, dass von der Legion nicht viel übrig bleiben wird. Gut. Sie verrichten Gottes Arbeit, ob sie es nun glauben oder nicht. Beten? Gott? Wovon reden Sie da? Ich bin ein Neukanaaniter. Wir glauben, dass wir die Erben einer spirituellen Tradition sind, die unseren Vorfahren vor langer Zeit gegeben wurde. Wir haben Bünde mit unserem Gott geschlossen und eingehalten, um seine Gesetze zu ehren. Dafür winkt uns nach diesem Leben ewiges Seelenheil. Eines Tages kehrt unser Herr zurück, um über uns zu richten. Bis dahin müssen wir seine Gesetze ehren und andere auf den Weg der Erlösung bringen. Darum handeln wir mit anderen und arbeiten mit Stämmen. Wir bieten nicht nur Lebensmittel und Medizin. Gute Neuigkeiten sind unser wertvollstes Gut. Klingt nach einem guten Deal. In einer Welt voller Elend und Ungewissheit ist es tröstlich zu wissen, dass es doch Licht im Dunkeln gibt. Mit jedem Tag kommen wir dem jüngsten Gericht etwas näher. Wir müssen dem Herrn folgen und andere ermutigen, weiterzugehen. Für viele von uns ist dies ein schwieriger Weg. Aber egal, wie oft wir auch fallen mögen, er steht uns immer offen. Werden Sie niemals schwach? Jeden Tag. Einige Tage sind schwieriger als andere. Nette Schusswaffen. Im großen Becken und auf dem Colorado-Plateau ist jeder Stamm für eine bestimmte Waffe bekannt. Weißbeine sind für ihre großen Maschinenpistolen bekannt, den Sturmtrommeln. Die haben sie aus einem Waffenhaus bei Spanish Fork.
Die Wüstenpferde haben natürlich ihre hölzernen Kriegskeulen und das Tränenvolk hat seine Yaokwai-Handschuhe. Diese automatische Pistole wurde vor nahezu 400 Jahren von einem Stammesmitglied entwickelt. Wir erlernen ihren Gebrauch in unserem Initiationsritus. Haben Sie hier das Sagen? Das würde ich nicht sagen. Ich bin der Kriegshäuptling der Wüstenpferde. Sie sehen zu mir auf, aber ich habe nur die Autorität, die Sie mir geben. Daniel ist der geistige Anführer und die Hauptverbindung der Neukanaanite zum Tränenvolk. Er ist jetzt oben in den Nerus. Was hat es mit den ganzen Stämmen hier auf sich? So einiges. Hier in Zion gibt es vier Stämme. Sie sind unterwegs schon den Weißbeinen begegnet. In diesem Lager finden Sie Wüstenpferde. Das Tränenvolk lebt in den Narrows und schließlich gibt es noch Daniel und mich. Wir sind Neukanaanita. Warum haben die Weißbeine meiner Karawane angegriffen? Sie greifen alle an, die keine Weißbeine sind, vor allem Karawanen. Allein könnten sie nicht überleben, darum müssen sie rauben. Aber sie sind hier, um uns auszulöschen. Uns alle. Sie wollen Caesar's Legion beitreten und können ihren Wert nur dadurch beweisen, dass sie die Neukanaanite und alle unter unserem Schutz töten. Sprechen Sie unsere Sprache? Die meisten nicht. Seit dem Krieg sind hunderte von Jahren vergangen. Sie haben ihre eigenen Sprachen entwickelt. Nehmen Sie die Wüstenpferde. Wir glauben, sie waren ursprünglich Flüchtlinge von einem Ort namens Res, östlich des Grand Canyon. Sie sprechen Res und eine Sprache, die von Reisenden in Res gesprochen wurde, als die Bomben fielen. Mit der Zeit haben sie sich vermischt. Vor vielen Jahren war ich Übersetzer, aber bei all den Stammesdialekten ist es schwer, die Übersicht zu behalten. Gehört das Tal den Wüstenpferden? Das Tal gehört Gott. Aber nein, die Wüstenpferde leben in der Taos Point am Colorado River. Sie sind hierher gekommen, weil ich sie gebeten habe. Bevor ich zur Gemeinde zurückkehrte, hatte ich sie Jahre zuvor besucht. Ich sah damals anders aus. Aber ich habe sie beeindruckt. Ich habe ihnen beigebracht, effizienter zu jagen und ihre Waffen und Vorkriegsausrüstung besser zu pflegen. Sie waren mir sehr dankbar. Warum habe ich niemanden vom Tränenvolk im Tal gesehen? Beim Tränenvolk gibt es gute Jäger, aber keine Krieger. Sie mussten seit Jahrzehnten keinen Krieg führen oder gegen Raider kämpfen. Obwohl sie einen ausgewachsenen Yaogwai jagen können, können sie mit den Weißbeinen nicht umgehen. Darum sind wir hier. Aha. Sind die Neukanaanita wirklich ein Stamm? Wir tragen mehr Kleidung und verstehen mehr von Technologie als sie. Aber wir sind dennoch ein Stamm, eine Familie aus mehreren Familien. Boneyard, Phoenix, New Vegas, das sind alles nur Orte aus Metall und Stein. Neukanaan stirbt, aber der Stamm lebt weiter. Wenn die Wände einstürzen, wenn man alles verliert, gibt es immer noch die Familie. Und die Familie gehört immer zu einem Stamm. Mhm. Reden wir über was anderes. Sehr gern. Darf ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen? Ich möchte, dass Sie sich darauf konzentrieren, Daniel zu helfen. Vielleicht ist später noch Zeit. Okay, haben Sie was im Angebot? Haben wir. Obwohl die Weißbeine Neukanaan zerstört haben, haben sie nicht alle unsere Vorräte vernichtet. Hier werden alle Währungen anerkannt. Kronkorken, RNK-Dollars, sogar Legionsmünzen. Sehen Sie sich um? Oh ja, internationaler Handelsplatz. Dann verkaufe ich mal ein paar Sachen von denen, die ich glaube, dass ich sie nicht brauche. So, Yucca-Banane, das behalte ich mal. Park-Ranger-Hut, 10mm, 9mm brauche ich dann dementsprechend nicht. Damit auch nicht. Eine Feuerwerks nehme ich immer mit, falls ich keine Muni mehr habe. Gefügigkeitsregulator brauche ich nicht. Den Granatwerfer behalte ich mal lieber. Die Waffe behalte ich auch. Das Jagdgewehr zum Reparieren. Okay,
Huch. Dann kriege ich noch ein bisschen Geld zusätzlich. Hat der Stimpaks oder so? Nein. Der da war Waffen. Aber auch nichts so Besonderes. Automatische 45er. Das hört sich halt interessant an. Die Streuung. Die Munitionskapazität. Ich glaube, das könnte eine Waffe sein, die von Interesse ist für mich. Gott sei mit ihnen, ja. Hier, bisschen reparieren. Ah, ich brauche noch eine, okay. Willkommen zurück. Ja. Uch, das wollte ich nicht. Das heißt, ich kann das, Munition ein bisschen viel verkaufen. Zumindest alles von dem, was ich nicht brauche. Ist das richtig? Welche Waffen nutze ich denn da? 10mm Pistole? Ja. Automatisch 45er, Granaten und 308er. Das Lasergewehr kann ich auch loswerden. So. Munition. Automatische 45er plus P. Hohlspitz. Aha. Okay. Und ich wollte noch die eine, genau. Genau, da kann ich jetzt noch reparieren. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.